Ready, Schatz? Aua! Roll! Adi! Pass auf, die Schlange! Adi! Die Schlange! Oh oh! Und da ist er wieder hingebunden, bounced. Ja, juck dich erstmal, das ist auf jeden Fall gesund. Erstmal schön jucken, genau. So! Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ranz ist der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Und diesmal geht's zum Paket vom Sven Günther, der Bowling Ball. Nicht Bowl, sondern Boll. Was ist ein Boll? Bowl hätte ich ja noch so als Schüssel wahrgenommen. Was ist ein Boll? Ist das von den Häschen, wenn die Kacker machen, so ein Boller? Ne? Na, das ist auf jeden Fall vom Bowling Ball. Der hat ein Paket geschickt mit der Biene Maya drauf. Guckt euch das an. Sind die nicht schön? Immer diese Pakete, diese Packsets, die es da gibt. Da schläft auch Willi. Das habe ich alles schon mal gezeigt. Wahrscheinlich war es gar nicht der Willi, es war die Biene Maya selber. Okay. Ich sollte aufhören, mir das Paket anzugucken. Da entstehen nur irgendwelche peinlichen Situationen. Ne? Wir machen das Paket einfach mal auf und gucken mal, was der Sven total unangekündigt hier einfach reingeschickt hat. Ist es schon? Ja, es ist schon auf. Oh mein Gott. Sven? Wie kannst du nur? Hä, ich glaube, die haben sich abgesprochen, die Veronika und der Sven, ne? Und der Adi auch. Adi, hast du dich auch abgesprochen? Hast du dich abgesprochen? Hey! Ne, ich darf dich ja nicht anfassen, sonst rennst du wieder weg. Wir machen es jetzt mal auf und gucken mal hier rein. Wir haben hier nämlich, pass auf, eine Packung Samyang-Nudeln Bulgur Kimchi. Und Kimchi hat die Bianca, als sie da war, so eine kleine Dose gehabt. Da stand auch Kimchi drauf. Oder dann dort stand, dass das ja so China-Kohl sein soll in der Dose. Deswegen wussten wir nicht, ja, was ist denn Bulgur Kimchi? Bulgur Kimchi. Aber das ist Samyang Bulgur mit eben China-Kohl. Deswegen hatte er ja auch hier so einen Kohlkopf in der Hand, dass da China-Kohl mit drin ist und das eben auch nochmal ganz anders schmeckt. Ja, Adi, es ist Plastik, da kann man wieder dran rumnaschen. Genau, so kenne ich dich. Oh, wie genüsslich, mein Gott. Also, eine Packung Samyang Bulgur Kimchi, 5 Packs, plus hier eine Packung Samyang Bulgur Too Spicy. Wir müssen immer noch die 3 Spicy testen. Das wollten wir ja eigentlich machen, haben wir nicht gemacht. Und jetzt mache ich es mir selber. So, das ist immer das Ende vom Lied. Wenn es dir keiner macht, dann trink mal persischen Granatapfel von Teekanne. Süß, fruchtig. Ich trinke ja immer Tee. Ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich jetzt weniger Tee getrunken. Ich habe immer noch mit meinem Fuß zu kämpfen, weil mein Teeglas, wir nennen es mal Teeglas, zerplatzt ist unter höchsten heißen Bedingungen. Ich immer noch damit zu kämpfen habe, weil der Fuß ist immer noch auf und suppt und grindet vor sich rum und das dauert auch noch ewig, bis das verheilt ist. Seitdem habe ich Angst gehabt, mir Tee zu machen. Aber mit dem persischen Granatapfel kann einfach nichts mehr schief gehen. Bestellen Sie jetzt, kriegen Sie auch noch eine Packung dazu. Ich komme gerade, hat mich gerade ein bisschen daran erinnert. Süß, fruchtig, plus, was haben wir hier? Türkischer Apfel. Fruchtig, süß. Ah, das ist auf jeden Fall, das dürft ihr nicht durcheinander bringen. Persischer Granatapfel ist süß und fruchtig. Türkischer Apfel ist aber fruchtig und süß. Also wer es fruchtig süß mag, der trinkt das. Wer lieber auf süß-fruchtig steht, der trinkt das andere. Da habt ihr auf jeden Fall zwei mega unterschiedliche Geschmäcker. Einmal süß, einmal fruchtig und einmal fruchtig und noch einmal süß. Was machst du da? Dann haben wir hier von Tarczywinski Cabanossi Exclusive Chili. Also exklusive Chili Cabanossi Stangen. Der Adi guckt erstmal, ob alles gut ist. Ja, das sieht gut aus. Da hat der Adi doch wieder Bock. Ich glaube, die habe ich schon mal gehabt. Hat der Sven die schon mal geschickt oder hat jemand anderes die geschickt? Die habe ich auf jeden Fall gegessen. Die packe ich jetzt hier rein, damit der Osterhase da oben denkt, verdammt, jetzt sitze ich am falschen Ende. Und wir haben noch zwei, ja, Dosen wahrscheinlich, eingepackt in Papier. Das Papier schützt vor Sichtung, sonst hätte man das schon gesehen.
Wir rollen es mal langsam aus und haben jetzt hier eine Dose Budweiser Czech Lager. Ja, die hüpf, hoppa, und da ist er rübergesprungen über den süßen, fruchtigen Apfel. Budweiser Budva Original Czech Lager. Das ist doch hier der Shenaya, ihr Lieblingsbier, glaube ich, was sie bei unserer Wanderung als erstes getrunken hatte damals. Und wir haben eine zweite Dose Budweiser Budvar Original Czech Lager. Check it out now. Weil ich zwei Dosen habe, werde ich die wahrscheinlich wieder am Montag dann bei Chill mit Ramses mal trinken. Also wundert euch nicht, da muss natürlich die Folge schon online sein, bevor ich das dann trinken kann. Sonst denken alle, wo hat er denn das Czech Lager her? Ansonsten war es das. Kleines, feines Paket, was trotzdem mega teuer ist, wenn man schon allein die Nudel nimmt und unterschätzt die Nudel nicht. Es sei da immer bei durchschnittlich 8 Euro oder so dabei, bei so einem 5er-Pack sind schon 16 Euro für Nudeln. Wer würde 16 Euro für Nudeln ausgeben oder für Three Spicy gleich 50 Euro für einen 5er-Pack? Aber das ist ja was ganz Besonderes. Der Adi hat sich jetzt auch schön aufs Papier gesetzt. Adi, das machst du fein. Hast du schon was Interessantes gefunden oder gelesen? Ja, die Schlange ist wieder da. Hey! Das war's ansonsten von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön, Sven. Grüße auch an Neues Gelb, an die Dame. Und Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Süß und fruchtig. Fruchtig und süß. Wow!